Hallöchen, ihr Lieben. Okay, ich habe mich entschlossen, doch schnell kurz den Hall vorzustellen. Das ist auch ein ganz kleiner. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich neige ja dazu, mal die Hälfte irgendwie zu unterschlagen, weil ich einfach nicht dran denke. Ja, und zwar, womit fange ich mal an? Mit den Accessoires. Und zwar habe ich bei H&M mir so einen Haarreifen geholt oder ein Haarband oder was, wie auch immer man das nennt. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert, wie es ausschaut. Aber irgendwie fand ich das so ganz cool. Wie es wohl besser so. Irgendwie, ja, jetzt die Haare. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das lag bei 3,90 € oder 2,90 €. Ich habe nicht drauf geschaut, muss ich gestehen. Und aber es ist so ganz süß. Und ich habe ja relativ viel diesen Camelton. Und ich dachte, das würde ganz gut passen. Dann habe ich bei H&M noch ein Gürtelschnäppchen gemacht. Allerdings weiß ich gar nicht, wie man den trägt. Was mich ein bisschen traurig stimmt, weil ich glaube, man schließt die wohl so. Und zwar war der von 10 € auf 5 € reduziert. Das ist S, ich hätte eine M gebraucht, aber 5 €. Sale, Sale, Sale. Den habe ich rot gesehen und habe ihn mitgenommen. Der war wohl aus dem Online-Shop, weil der Kimble war handausgefüllt und deswegen vermute ich, dass wahrscheinlich irgendwer den im Online-Shop bestellt hat und im Shop direkt umgetauscht hat. Entschuldigung, ich bin ziemlich krank. Ich fahre nämlich Samstag aus und aufgrund meines Freundes Alkohol habe ich wohl nicht gemerkt, wie kalt es ist. Und jetzt habe ich die Strafe. So, was habe ich bei H&M noch gekauft? Das war's, glaube ich. Nee, bei H&M habe ich noch im Sale so einen Rock, den kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch alle. Der war von 14,95 € auf 7 € reduziert. Der ist marineblau. Genau. Und hat so Kellerfalten, habe ich, glaube ich, gelernt. Irgendjemand war mal so nett und hat geschrieben. Oder Plissé-Falten. Genau, mit Plissé-Falten. So, der werde ich wohl in der Hüfte tragen. Leider macht er mir so einen kleinen Unterbauch, aber 7 € kaufen. Gut, dann war ich bei Accessorize. Bei Accessorize habe ich die falschen genommen. Oder sind die das? Habe ich auf jeden Fall so goldene Armreifen geholt. Die waren 70% off. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, aber die waren dann irgendwie relativ günstig. Des Weiteren habe ich mir goldene Ohrringe geholt. Ich trage eigentlich gar keinen Modeschmuck und eigentlich nur Perlenohrringe. Und meine Perlenohrringe, die ich immer trage, kann ich zur Zeit nicht tragen, weil mir leider mein Verschluss verloren gegangen ist. Ja, wie kriege ich die denn hier rein? So. So schauen die aus. Ups. Nicht, dass sie mir wieder ausgeht. Das ewige Problem mit mir. Relativ. Die waren bei 18 €. Also, die waren bei 18 €, glaube ich, und waren auch 70% off. Und war ein ganz guter Deal auf jeden Fall. Ja, und ich dachte, für den guten Deal nehme ich sie mit, ob ich sie jetzt trage oder nicht. Die blinzen noch ganz schön. Die gab es auch in kleiner. Ja, die Verkäuferin hat mir aber zu den großen geraten. Ich wollte die eigentlich zu einem schwarzen römischen Kleid tragen und habe es dann aber doch nicht gemacht, weil es ist doch eigentlich gar nicht mal. Des Weiteren habe ich mir ja, so eine. Ui, habe ich es jetzt falsch rum? Ich habe natürlich jetzt nicht die Haare dafür, ist das natürlich klar, weil ich habe mich nicht frisiert. Genau, so ein Ding geholt. Der war auch reduziert und zwar war der im Sale auch 70% off, wenn ich mich nicht irre, oder 50% off. Ich glaube 70. Und der war auf 43 € regulärer Preis auf 70%, glaube ich, reduziert. War auch ein echter Schnapper. Das ist so ein beige Ton. Ich habe gedacht, wenn ich in die Oper gehe oder ins Theater oder so, könnte ich das vielleicht ganz gut kombinieren zu einem Kleid. Dann war ich bei Douglas und habe mir den Shiseido Lippenstift geholt. Ich versuche mal, wie nennt ihr das immer? Swatchen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin eine Krücke, was Make-up angeht. Kann da auch das Licht vielleicht besser drauf scheinen? Das wäre zu herzallerliebst. Kann man das sehen? So ein ganz, ganz zarter, so ein bisschen glossy. Man sieht,
Er ist wunderschön. Ich habe ihn auch jetzt schon häufig benutzt und aber er hat extremst viel Farbe, also extremst viel Lippenstift ist schon weg. Das hat mich ein bisschen schockiert. Der lag bei 25 €. Ja, des Weiteren hatte ich bei Horstmann und Sander, ich weiß nicht, Leute, die aus Hannover oder aus der Nähe von Hannover kommen, kennen Horstmann und Sander wahrscheinlich. Ich habe neue Schuhe gekauft von Prada. Ja, die waren auch im Sale. Die sehen so aus. Ja, die Sohle, da ist dann Prada drauf geschrieben. Super. Prada! Die haben regulär gekostet 215. Okay, hätte ich doch die anderen gekauft. Jetzt bin ich nicht mehr zufrieden. Ich weiß gar nicht, auf was sie jetzt gezählt waren. Auf 149. So, ja. Habe ich mir dieses Armband gekauft. Ich habe es vorhin im Outfit of the Day. So ein Glücksarmbänder. Hier ist so ein goldenes, das ist ein ganz normales Band. Hier sind so goldene Verschlüsse. Hier ist so ein Türmchen. Das soll ein Glückstürmchen sein. Und auf der anderen Seite ist nochmal so ein Ding. Und die sind von Donna. 6,90 €. Kann man das sehen? Genau. Und ich weiß nicht, ob da auch was drin steht dazu. Make-A-Wish, keine Ahnung, irgendwie sowas. Es tut mir so leid, dass ich euch voll wusste. Bin echt ein bisschen platt. Okay, des Weiteren habe ich mir von Franconia diese Mokassins bestellt. Die sind von Brigitte von Schönfels. Ich glaube von 169 auf 89, glaube ich, Euro. 69, 89? Ich glaube 89. Das sind Wildleder, sind echt ganz schön. Ledersohle. Also wirklich qualitativ hochwertige Ledersohle. Wirklich, wirklich schön. Also ein sehr, sehr, sehr schöner Schuh. Sehr, sehr klassisch. Ich dachte irgendwie zu einem dunkelblauen Jeansrock oder einer Skinny Jeans. Ja, einer Bluse oder einem Pulli. Mal gucken. Die waren auch aktuell im Sale. Wie gesagt, von 169 auf 89 war das wirklich. Ich bin mir sogar eigentlich fast sicher. Ja, dann habe ich mir so ein Oberteil von Vero Moda gekauft. Oh Gott, ich bin im Zeitverzug. Nicht so viel quatschen, liebes Janinchen. Das ist so off-white. So. Relativ durchsichtig, muss man mit einem Basic drunter tragen. Ist leider eine M, ist auch ein bisschen zu groß, aber ein Gürtel oder so, das lasse ich mir enger nähen. Das war bei 39 € oder 29 €. 29 € war es, genau. Dann habe ich mir ebenfalls bei Vero Moda dieses schöne, schöne Königsblau Shirt geholt. Das hatte ich heute auch an, im Outfit of the Day. I like it. I like it. das war 21,90 € und dazu dieser Rock Marine. Ja, den hatte ich auch heute schon an. Da war auch ein brauner Gürtel dabei, den habe ich jetzt leider hier nicht mitgenommen. Habe ich vergessen. Ja, dann war ich bei Rossmann. Und dann sind wir auch gleich durch. Und ich habe mir von Manhattan in Zusammenarbeit mit Buffalo diesen Nagellack geholt in Flieder. Ja, ich würde mir halt's mir fast nicht geholt, weil da Buffalo draufsteht, weil ich ja so Buffalo angepisst bin. Gut, dann habe ich mir so Nagellack-Schnelltrockner geholt. Von Rival de Loop oder wie das heißt. Ich weiß nicht, ob der was taugt. Ich habe ihn drauf gespritzt, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der wirklich schneller getrocknet ist. Dann habe ich mir noch so Augenbrauen. Puder geholt. Das ist wirklich, wirklich sehr gut, sehr zu empfehlen. Und einen Lippenstift. Von Einatura. Genau. Ja, das war's auch schon, meine Lieben. tja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis bald.